Hallo und willkommen zum nächsten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um Vertex-Gruppen oder Vertex-Groups. Eine Vertex-Gruppe bedeutet, dass man innerhalb von einem Objekt einzelne Vertices zu einer Gruppe zusammenfasst, um sie später zu selektieren oder in Modifiern zu verwenden. Wir haben jetzt mal Suzanne einfach als Primitive-Object reinkopiert und möchten zum Beispiel die Ohren als eigene Vertex-Gruppe selektieren. Damit ich die Ohren schnell davon trennen kann, gibt es einen kleinen Trick. Wir können uns zum Beispiel mit den Seams behelfen, die wir schon gelernt haben. Das bedeutet, ich nehme einfach die gehaltene Steuerungstaste, dafür blende ich kurz die Screencast Keys ein, damit ihr seht, was ich am Monitor mache. Und könnt diese einfach per Steuerung immer mitkopieren oder per Shift einzelne. Das heißt, Steuerung nimmt ja einen geraden Verlauf, den kürzesten Weg, mit gehaltener Steuerungstaste einfach dann ein paar Vertices überspringen und er nimmt sich die komplette Kante. Danach setzen wir einen Rechtsklick Mark Seam. Wir machen das nicht, um einfach bloß dieses Objekt zu schneiden oder zu UV unwrappen. Es geht nur darum, dass wir es dann leichter selektieren können, wenn wir bei Select Link mit L Seam ausgewählt haben. Wir können auch, während wir diese Seam hier markiert haben, hier, können wir auch noch eine Mirror Selection machen. Das heißt, wir sagen hier Rechtsklick Mark Seam und dann einfach oben bei Select Mirror Selection, das ist hier, oder Shift Steuerung M, können wir einfach den Gegenpart von diesem Edge Loop markieren und ebenfalls wieder Mark Seam machen. Ihr könnt Rechtsklick Add to Quick Favorite setzen, dann habt ihr sie schneller bei euch, oder ihr könnt einfach einen Tastenbefehl dafür einsetzen, indem ihr in den Preferences, Edit Preferences und dort unter der Keymap, dort könnt ihr suchen nach Seam, Mark Seam, und dort könnt ihr eine Taste wählen, wie ihr dann einfach diesen Befehl schneller ausüben müsst. Da müsst ihr nicht immer Rechtsklick machen, gerade wenn ihr viele Bereiche bearbeitet oder ein sehr komplexes Modell immer wieder Mark Seam machen möchtet, dann könnt ihr euch das einfach zum Beispiel auf eine Maustaste legen und dann einfach sehr viel schneller mit diesem Mausklick Mark Seam setzen. Also einfach so, das geht dann wunderbar schnell. Das gilt übrigens für nahezu jede Funktion im Blender, dass ihr ihr eigene Taste geben könnt und ist extrem praktisch. Hier machen wir den Seam wieder weg. Wir wollen ja bloß die Seams hier setzen, damit wir hier schneller selektieren können, um die Vertices schnell in eine Gruppe zu packen. Jetzt habe ich natürlich durch mein wildes Rumgeklicke meinen Seam wieder verloren oder meine Selektion für den Seam. Das hole ich kurz nach und wieder Mark Seam. Und wir schauen uns an, wie wir eigentlich in die Vertex-Gruppen kommen. Als erstes wechsle ich in den Modeling-Tab, weil ich dort mein Properties-Panel habe. Das habe ich im Layout ausgeblendet, weil es mir dort nur im Weg umgeht. Und wir können hier eben auf unsere Object-Data-Properties gehen und hier finden wir die Vertex-Gruppen. Wir stellen einfach eine neue Vertex-Gruppe, da passiert noch nicht groß was. Wir haben also eine leere Gruppe erstellt und können die mit einem Doppelklick umbenennen und wir nennen sie Ohren. Danach kann ich in diese Gruppe Vertices, die ich hier markiert habe, oder auch Edges oder Faces, er nimmt aber immer die Vertices davon, assignen oder removen, also zuweisen in die Gruppe oder wieder aus der Gruppe entfernen. Und wenn ich nicht selektiert habe, kann ich mit Select alle in dieser Gruppe befindlichen Vertices auf einmal auswählen. Das ist einmal gut, um sein Mesh etwas zu sortieren, kann aber auch später in Modifiern wichtig sein, zum Beispiel für den Particle Modifier bzw. das Particle System. Dort kann ich dann Vertex-Gruppen auswählen, bei denen eben Haare sprießen sollen oder eben nicht. Dann ist es wichtig für Weight Painting, das bedeutet, Vertices in eine Gruppe zu setzen, die bei der Animation dann sich mitbewegen sollen, und zwar in einem gewissen Maße. Dafür sind Vertex-Gruppen sehr wichtig, also später für die Animation unseres Roboters. Und der letzte Punkt, den wir da eben benötigen, sind die Vertex-Gruppen. Also markieren wir einfach unsere Ohren mit L
und werden noch kurz die Screencast-Keys einblenden. Die sind manchmal ein bisschen seltsam. Manchmal gehen die aus beim Wechseln der Tabs. Und gehen jetzt in den Vertice-Mode, um zu sehen, ob wir genau die richtigen genommen haben. Ja, das sieht in Ordnung aus. Das sind unsere Ohren. Und drücken Assign. Jetzt sind unsere Vertices innerhalb dieser Ohrengruppe. Wenn wir nun wegklicken, also nichts mehr selektiert haben und auf der Gruppe Select drücken, haben wir unsere Ohren wieder sofort bei uns. Das klappt natürlich nicht im Object Mode, da sind wir ja gar nicht mehr im Mesh, sondern betrachten das als ein Ganzes. Aber auch wenn wir wieder reingehen, wegklicken, Select, er wird diese Gruppe immer nehmen. Wenn wir jetzt noch eine zweite Gruppe anlegen möchten, einfach nochmal das Plus drücken, zum Beispiel die Augen markieren, die sind hier ein eigenes Objekt, und wieder Assign drücken. Die können wir umbenennen in Augen. Und so klappt es ganz hervorragend. Ein weiterer Vorteil der Vertex-Gruppen ist eben, dass wir sie schnell wieder markieren können, wenn wir sie benötigen. Zum Beispiel, wenn wir Materialien verwenden. Das bedeutet, wir gehen zum Beispiel in den Material-Tab da unten und bauen uns ein neues Material. Dem geben wir einfach nur eine andere Base-Color. Zum Beispiel möchten wir, dass der grüne Augen hat, der gute. Und sagen hier grün. So benennen wir unser Material. Wenn wir jetzt unseren Augen eine grüne Farbe geben möchten, müssen wir jetzt nicht wieder die Augen selektieren, was zwar mit L recht einfach wäre, aber in komplizierteren Strukturen, die nicht zusammenhängende Meshes haben, ist es simpler, mit Vertex-Gruppen zu arbeiten. Das heißt, ich gehe erst in die Vertex-Gruppe, selektiere die Augen, also Select, dann wieder in den Material-Tab und sage Assign. Das kennen wir ja schon aus dem Material- und Farbe-Tutorial, ganz relativ am Anfang. In den ersten 10 war das, glaube ich, oder knapp darum. Und dort haben wir ja gelernt, wie wir mehrere Materialien auf ein Objekt zuweisen können. Und hier haben wir eben jetzt die Möglichkeit, das sehr schnell zu machen. Wenn wir wieder in den Material Preview gehen, sehen wir, dass jetzt alles grün ist. Das liegt daran, dass dieses Material erstmal dem kompletten Objekt zugewiesen wird, weil wir ja kein anderes zur Auswahl haben. Das heißt, wir brauchen eine zweite Farbe und die nennen wir zum Beispiel einfach nur Material, also Grundfarbe zum Beispiel, nehmen die weiße und markieren das komplette, unser komplettes Mesh, geben ihr diese Farbe, dann nochmal in die Vertex-Gruppe und sagen Augen, Select, wir haben die Augen markiert und geben ihr die grüne Farbe über Assign. Nun haben wir im Grunde überall die weiße Farbe, haben aber durch Assign diesen Vertexen und diesem Vertex-Bereich ein anderes Material über Assign gegeben. Jetzt bauen wir uns noch ein drittes Material, das nennen wir Ohren. Geben ihm vielleicht noch eine Farbe. Gehen wieder in unsere Vertex-Gruppen, selektieren die Ohren. Vorher wichtig, wenn ihr was anderes selektiert habt, wird er es mit selektieren. Also er vergisst deswegen nicht die vorherige Selektion, deswegen immer wegklicken, Select und danach wieder in die Materials. Ohren benutzen, Assign und sie sind blau. Vertex-Gruppen haben also den Sinn, als eine Art Gedächtnis zu fungieren. Und haben noch andere Vorteile. Wir möchten zum Beispiel eine dritte Vertex-Gruppe, um dort Haare zu machen. Ihr müsst den Modifier, weil wir ihn noch nicht erklärt haben, nicht großartig lernen, denn der ist etwas umfangreicher und den möchte ich gerne als eigenes Tutorial betrachten. Ich kann euch aber schon mal einen kleinen Tipp geben. Also mit C könnt ihr ja diesen Brush Select machen. Also hier C, das ist der Circle Select, deswegen C. Und wenn ihr ihn dann mit der Scroll-Taste etwas höher zieht, also mit dem Scrollrad, oder kleiner, habt ihr einen größeren Pinsel dafür und könnt somit Vertices markieren und sie dann natürlich wieder in eine neue Vertex-Gruppe geben. Wir nennen das zum Beispiel die Kopfhaut und sagen Assign. Nachdem unsere Vertex-Gruppen jetzt zugewiesen sind, wir können sie auch immer wieder testen, gehen wir in ein etwas neuen Bereich, nämlich in das Particle System, bauen ihm einfach schnell ein neues, klicken hier auf Hair und schauen, dass wir ihm eine kleine Frisur verpassen. Das ist jetzt unser erstes Ziel. Bei Vertex-Gruppen können wir dann bei Density, also das ist sozusagen, wo sollen eigentlich diese Haare wachsen, sagen wir eben auf der Kopfhaut
und die Länge soll sich eben auch anhand der Kopfhaut orientieren. Wir gehen wieder zurück in den Object Mode und sehen unsere Haare. Die wachsen jetzt ausschließlich an der Kopfhaut. Wir können die Haarlänge noch ein bisschen anpassen. Den Seed ist also sozusagen zufällig, wie sie raussprießen. Und die Nummer können wir auch noch erhöhen. Also wie viele Haare sollen denn eigentlich wachsen an diesem Bereich. Und haben jetzt einen etwas haarigeren Burschen hier vor uns. Mit den Segmenten könnten wir die Zwischenstufen von den Haaren noch ein bisschen verändern, dass wir sie später zum Beispiel noch ein bisschen zurechtbürsten könnten. Das Ganze ist natürlich etwas, was wir noch nicht betrachten, dieses Particle System. Einmal, weil es bisher für uns von der Reihenfolge noch nicht ganz dazu passt. Wir schauen immer, dass sie etwas aufeinander aufbauen, die Tutorials. Aber das ist einer der wichtigsten Gründe, warum wir eigentlich solche Vertex-Gruppen brauchen, eben zur Zuweisung für Partikelsysteme. Manche Modifier nehmen das, zum Beispiel der Bild-Modifier. Und natürlich ganz, ganz wichtig beim Armature Rig, also wenn wir etwas mit Knochen versehen, um es dann zu animieren, und das wird in den nächsten 10 Tutorials definitiv vorkommen, dass wir da auf die Vertex-Gruppen zurückgreifen. Und jetzt haben wir alles gelernt, was wir brauchen, um unseren eigenen einigermaßen humanoiden Charakter zu bauen, den wir erst modellieren und dann mit Knochen versehen, um ihn dann beweglich zu machen und vielleicht schon die erste Laufanimation von einem eigen gebauten Roboter zu machen. Bei irgendwelchen Fragen, die jetzt bisher aufgetreten sind, bitte immer in die Kommentare schreiben. Wir kümmern uns darum, dass die schnell beantwortet werden. Und solltet ihr tieferes Wissen benötigen für eure eigenen Blender-Projekte, dann geht gerne auf unseren Discord-Server. Das sind aktuell knapp 200 Spieleentwickler oder zumindest spieleentwickelt Interessierte drinnen, die sich gegenseitig sehr, sehr toll helfen. Der Einladungslink für unseren Discord-Server findet ihr in der Videobeschreibung.